Guten Abend und herzlich willkommen hier zu unserem nächsten Webinar bei JFD Bank. Und herzlich willkommen natürlich auch im Namen von JFD Bank, die diese Webinare alle möglich machen. Ja, schön, euch hier so zahlreich hier dabei zu haben. Das freut mich natürlich, wenn solche Themen auch bei euch so guten Zuspruch finden. Ach, wer redet denn da überhaupt? Ja, Stefan Friedrichowski, wie auch hier schon auf der ersten Folie zu sehen ist. Und natürlich müssen wir auch mal das Datum nennen. 13. November 2019. Ups, das Jahr geht steil dem Ende entgegen. Naja, wir haben noch ein bisschen Zeit und das ist natürlich umso besser. Heute ist das Thema Traden und Statistik. Und ich will noch nicht gleich durch das gesamte Inhaltsverzeichnis einmal durchgehen, aber im Wesentlichen werden wir heute zwei Dinge nur in Anführungsstrichen tun. Natürlich mache ich hier keine allgemeine Einführung in Statistik, das würde den Rahmen mindestens von einer Stunde allemal sprengen. Nein, wir wollen zwei spezifische Aspekte heute ein bisschen genauer beleuchten. Und das ist zum einen, wir reden so häufig über Trading-Strategien und fragen uns natürlich immer, hat das, was wir so haben, statistische Signifikanz? Fragezeichen. Und wie man dazu eine Antwort kommt, da will ich für heute was zu machen und das natürlich mit rein statistischen Methoden. Und natürlich auch eine zweite Sache. Wir reden oft immer über diese 1%-Regel. Also wie viel Risiko soll ich eigentlich bei meinem Trade eingehen, den ich so tue. Und dann fallen so Standardantworten wie 1%, 2%, 0,5% oder was auch immer genau. Und die Antwort ist eigentlich nicht besonders schlau, wenn man das so pauschal angibt. Und da gibt es ein schönes statistisches Tool zu und das heißt die Kelly-Formel. Und auch die werden wir uns heute mal genauer angucken. Das sind im Wesentlichen die zwei Themen für heute. Und ich hoffe, ihr lernt heute ein bisschen wieder was dazu. Und auch wenn wir nicht wirklich über eine echte Trading-Strategie reden, kann ich nur sagen, das, was wir tun, kann und wird euer Traden definitiv verbessern, wenn man das so ein bisschen verinnerlicht, worum es hier heute geht. Weil Statistik ist zwar manchmal sogar recht einfach, aber eins ist auch klar, der Mensch in seiner Eigenart, ja, der mag Statistik überhaupt nicht. Also mein Standardbeispiel dazu ist natürlich immer, wenn ich 10-mal eine Münze werfe und habe dann 10-mal Kopf oben, dass die beim nächsten Wurf die Wahrscheinlichkeit immer noch 50-50 ist, das will so richtig in unseren Kopf eigentlich nicht rein, weil wir immer glauben würden, jetzt muss es doch ein bisschen anders sein als 50-50 beim nächsten. Antwort, nee. 50-50. Egal, und wenn ich 100-mal schon Kopf geworfen habe, der nächste Wurf ist wieder nur 50-50. Von daher, Statistik immer etwas, was nicht so richtig in unseren Kopf rein will, auch in meinen nicht, aber zum Glück bin ich Mathematiker genug, um daran sozusagen festzuhalten. Wie immer sind die Folien schon hochgeladen, das heißt, ihr könnt gerne die Folien schon downloaden aus dem GoToWebinar Control Panel heraus. Und nachher gibt es auch in Summe mal wieder drei Excel-Sheets, wie so häufig in meinen Webinaren. Und wer die wiederum haben möchte, die kann ich leider hier nicht hochladen, das verbietet die Plattform. Dann einfach, wie gewohnt, eine E-Mail hier an meinen Namen s.friedrichowski. Wahnsinnig komplizierter Nachname at jfdbank.com. Also vielleicht ein kurzer Screenshot oder naja, wenn er an Support schreibt und da irgendwo der Name Stefan auftaucht, dann wird es mich auch ebenfalls erreichen. Vielen Dank übrigens natürlich hier für die vielen Grüße, die hier noch so separat schon im Chat reinpurzeln. Seid gegrüßt ebenfalls natürlich all die, die da auch noch mal gerade individuell hier geschrieben haben. Gut, weil die Frage gerade kam. Natürlich wird das Webinar aufgezeichnet und ist dann ab morgen so ungefähr ab 10 Uhr Vormittag auf dem JFD YouTube-Channel auch zu finden. Bevor ich wirklich starte, ihr kennt das Prozedere, ich muss Ihnen mal einmal zeigen, den sogenannten Risk-Disclaimer, da wir hier über Traden reden und insbesondere über Trading-Strategien, Investmentformen, so ganz allgemein. Heute ist es sogar eher, wenn man es mal genau nimmt, reden wir einerseits über Trading-Strategien, aber sehr im Allgemeinen. Und andererseits reden wir dann über, wie viel soll ich riskieren? Also schon Sachen, die unmittelbar beim Traden sind. Aber natürlich gilt wie immer, schließlich und endlich, wenn ihr tradet, handelt ihr natürlich auf eigene
Verantwortung. Und naja, das ist natürlich richtig und soll auch so genau so sein. Kann euch keiner abnehmen, die Verantwortung. Und gesagt sein soll es natürlich ja auch einmal. Mal ein bisschen genauer, was wir machen. Zum einen will ich starten mit simulierten Equity-Kurven. Jetzt wird der eine oder andere sagen, können wir nicht über Traden reden? Ja, natürlich reden wir über Traden. Das Gute ist, wenn wir unsere Trading-Strategie, welche auch immer das ist, und selbst wenn es nur ist gut, wenn es einfach euer eigener Trading-Account ist, den ihr auch meinetwegen diskretionär tradet, dann habt ihr eine Trading-Statistik. Und wenn man es mal runterbricht, dann kann man die durchaus mit zwei Kenngrößen beschreiben, nämlich Trefferquote und einem CRV. Und selbst wenn ihr nicht mit einem definierten oder festen CRV bei euren Trades handelt, dann kann man das wiederum statistisch angehen und einfach sagen, okay, also meine Trefferquote ist so und so viel und mein mittlerer Gewinn ist so und so viel und mein mittlerer Verlust, also für alle Verlusttrades, ist so und so. Dann hat man auch wieder ein CRV und das kann man auch dann weiter benutzen, um Statistik mit seiner eigenen, sozusagen mit seinem eigenen Handelskonto zu machen. Noch einfacher geht es natürlich, wenn ich als Grundlage eine Trading-Strategie habe, die ich zum Beispiel in Excel oder wie auch immer hergeleitet habe oder vielleicht auch im Internet gefunden habe, wo ein paar ordentliche Kennziffern auch mit dabei geliefert werden. Dann wird es interessant, mit diesen Angaben sozusagen Equity-Cube einfach mal zu simulieren. Ich gebe gerne zu, das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Das Excel-Sheet ist in der Tat dasselbe, was ich auch schon hatte. Aber da will ich unbedingt noch mal wieder drauf eingehen, weil wir nämlich das brauchen und uns anschließend laufen wir automatisch in eine Problemstellung. Also wir laufen eigentlich genau genommen in mehrere Problemstellungen, aber eine wollen wir vor allen Dingen heute angehen. Dabei fällt übrigens noch mal so ganz nebenbei was ab, nämlich die Aussage, dass kleinere CRVs eigentlich besser sind. Immer natürlich bei der richtigen, noch profitablen Trefferquote, das sowieso. Aber kleinere CRVs, sogar kleiner als 1, sind zu bevorzugen. Nebeneffekt, wenn wir uns das hier gleich mal genauer angucken. Wir werden dann automatisch sehen, dass wir, naja, mal so eine Simulation machen, aber uns natürlich fragen, okay, das könnte jetzt eine Trading-Strategie sein, aber hat das, was wir hier haben, eigentlich eine signifikante Vorhersagekraft? Also ist unsere Trading-Strategie sozusagen eigentlich belastbar? Oder könnte es auch gerade so gut einfach nur so ein paar Lucky Winners sein und das war's? Da kann man tatsächlich Aussagen zu machen und das sogar ziemlich, ziemlich einfach. Und das ist wie so eine Art Testcase für irgendeine Trading-Strategie, um sich zu fragen, naja, ist das, was ich hier abgeleitet habe, auch wirklich signifikant? Ganz wichtige Frage. Ich gehe es ziemlich pragmatisch an. Da gibt es in der Statistik alles Mögliche, sogenannte F-Tests und andere Tests. Das brauchen wir alles nicht. Das gehen wir viel einfacher an und kommen schon zu ziemlich interessanten Schlussfolgerungen. Wenn wir dann sagen, wir haben eine gute Trading-Strategie. Okay, dann stellt sich automatisch die Frage, wie viel Risiko pro Trade sollte ich jetzt eigentlich eingehen? Und ich habe gerade eingangs schon gesagt, ja, gibt es so Pauschalaussagen wie 1% oder irgendwas. Ist aber allerdings, eigentlich kann man es viel, viel besser machen. Es geht also um das optimale Risiko. Das darf natürlich irgendwie nicht zu groß werden, weil sonst ruinieren wir unser Konto. Aber zu klein sollte es auch nicht sein, weil dann entgehen uns womöglich auf Dauer signifikant Profite. Und da findet man auch in der Literatur, was sehr schön ist, und das nennt sich die Kelly-Formel. Und die gucken wir uns mal ganz pragmatisch wiederum an. Ich will sie heute nicht herleiten. Das habe ich spaßeshalber am Wochenende auf der Zugfahrt nach München, weil ich beim VTRD war, habe ich das mal gemacht. Kleine interessante Übung, aber brauchen wir hier nicht machen. Das Ergebnis soll uns reichen, weil es ist sehr, sehr aussagekräftig und durchaus sehr relevant, wenn ich ja, das Optimale aus meiner Trading-Strategie herausholen will. Gut,
Wenn wir mal Equity-Kurven einfach simulieren wollen, und ihr seht schon, dass ich hier gleich hier rechts unten als nächstes in ein Excel-Sheet jumpen werde, dann brauchen wir allerdings zwei Inputs. Also man kann auch viele mehr Sachen machen, aber am einfachsten geht man los mit zwei Zahlen, nämlich einmal der Trefferquote und zum anderen dem CRV, also dem Chance-Risiko-Verhältnis. Und damit können wir halt Equity-Kurven schon in Excel mit Zufallszahlen hervorragend simulieren. Warum ist das lohnenswert? Das sieht man manchmal so spielerisch aus. Das ist deshalb so lohnenswert, weil das Ganze gibt uns schon ein Gespür für unseren Handelsansatz oder für das, was wir im Internet gefunden haben oder selber entwickelt haben, wie auch immer. Einerseits kriegen wir ein gutes Gespür und zum anderen norden wir so ein bisschen unsere Erwartungshaltung an, weil wir werden gleich sehen, da geht es ziemlich volatil zu. So steady growth ist nicht immer unbedingt selbst mit einer profitablen Strategie angesagt. Und eine, ich habe es hier schon mal auf die Folie draufgeschrieben, weil ich nachher nicht mehr zurückspringen will. Eine wichtige Kennzahl, die man aus dieser Trefferquote und dem CRV ableiten kann, ist sozusagen der Erwartungswert pro Trade. Und gut, Formel steht ja schon, Risiko mal CRV mal Hitrate minus 1 minus Hitrate mal Risiko. Okay, geschenkt. Ist auch nicht besonders schwer herzuleiten, brauchen wir aber noch, das ist der Erwartungswert für einen einzelnen Trade. Und sicherlich sollten wir eine Strategie nur traden, die einen positiven Erwartungswert hat. Gut, gehen wir auch mal direkt ins Excel-Sheet. Dann kriegen wir mal ein Gefühl für Trading-Strategien oder für Equity-Kurven und erzähle mal das, was ich eigentlich hier auch erreichen will. Ich kann eigentlich nochmal eine Stufe größer stellen. Das sollte noch immer auf den Schirm passen. Na, der will noch gar nicht. So, der Zoom geht und der Zoom geht immer noch. Na, prima, umso besser. Und erstmal kurz gucken, wie ist das Excel-Sheet aufgebaut? Zum einen haben wir hier eine Hitrate. Okay, können wir nachher variieren. Dann zum anderen habe ich hier zwei Zahlen, nämlich einmal einen Loss, den habe ich einfach bei minus 1 hingesetzt und den lasse ich auch nachher die ganze Zeit bei minus 1. Darüber steht der Profit, der ist jetzt hier gerade mit einer plus 1. Okay, das ist de facto dann hier das CRV. Das heißt, wenn ich hier eine 2 hinschreibe, dann habe ich ein CRV von 2. Das heißt, mein Profit wäre 2 und mein Loss wäre minus 1. Damit ich hier mal auch ganze Euros wieder habe, habe ich einfach gesagt, okay, wir machen ein Risiko und das Risiko ist einfach bei jedem Trade, das wird nachher anders, bei jedem Trade 10 Euro. Gut, wenn man dann, also das ahnt jeder, wenn ich also einen 50% Hitrate habe und ein CRV von 1, dann ist mein Erwartungswert exakt 0 pro Trade. Und so suggeriert es mir hier auch schon gerade meine gewürfelte Equity-Kurve. Was heißt denn jetzt hier eigentlich gewürfelte Equity-Kurve? Das ist ganz einfach. Ich habe hier im Excel-Sheet einfach diesen Befehl Rand oder Random. Der macht mir eine Zufallszahl, die vergleiche ich mit meiner Hitrate. Und wenn ich kleiner bin als meine Hitrate, dann nenne ich das einen Winner-Trade und entsprechend geht es hier so los und kriege daher auch dann diese Kurve. Kriege halt eine Frage, was ist der Unterschied zwischen Hitrate und Trefferquote? Ganz ehrlich, das eine ist nur die englische Übersetzung von dem anderen. Und der Grund, warum ich meistens in den Excel-Sheets hier schon die englischen Wörter benutze, weil glücklicherweise sind die, glaube ich, den meisten auch so dann verständlich. Und ihr wisst, ich mache die Webinare immer am Tag drauf, auch noch auf Englisch. Und ich muss schon die Folien alle übersetzen, da wollte ich die Excel-Sheets nicht auch noch übersetzen. Also deswegen benutze ich da beide Wörter hier so ein bisschen simultan. Gut, das hier gibt mir so eine Equity-Kurve und ich mache hier jetzt 260 Trades. Und um mal ein erstes Gefühl dafür zu kriegen, was man jetzt hier im Excel-Sheet machen kann, ist, man drückt einfach F9, dann gibt es neue Zufallszahlen. Und okay, dann wäre das jetzt hier meine Equity-Kurve. Wir erinnern uns, also ich halte nochmal kurz fest, also meine Equity, diese Trading-Strategie, die ich hier beschreibe, hat einen Erwartungswert 0. Und hier geht es jetzt durchaus nach 260 Trades für 300 Euro im Minus. Ich drücke einfach nochmal F9. Oh, jetzt passiert genau das Umgekehrte. Jetzt bin ich 300 Euro im Plus. Wir sehen schon mal erste Erkenntnis, da geht es ganz schön hin und her.
kurze Nebenbemerkung. Er hat einen Grund, warum ich 260 Trades hier einfach betrachte. Ich will mir hier was vorstellen. Zwar will ich mir hier vorstellen, dass ich ein Jahr betrachte. Ich mache jeden Tag genau einen Trade und ein Jahr hat 260 Handelstage, zumindest so ungefähr. Von daher wäre das dann sozusagen mein Trading-Resultat nach einem Jahr. Gut, dass das so volatil ist, will ich noch mal ein bisschen genauer zeigen. Und ich habe hier einfach noch ein zweites Excel-Sheet gemacht. Das ist baugleich. Nur, dass es immer gleich schon 10-mal so Equity-Kurven macht und auch noch so eine gemittelte auch noch mit rauswirft. So weit, so gut. Natürlich ist es klar, dass wenn ich jetzt die Trefferquote mal größer mache, auf 55% zum Beispiel, dann geht hier auch so ziemlich alles nach Norden. Aber wir sehen schon, es ist in Summe immer noch ganz schön volatil. Das heißt, hier stehen repräsentativ 10 verschiedene Equity-Kurven, die ein und der gleichen Statistik folgen, also der statistischen Gesamtheit, aber es sind halt immer eine Auswahl. Und jedes Mal, wenn ich F9 drücke, kriege ich hier was Neues. Damit können wir hier schon mal eins sofort sehen. Das ist der Effekt der Diversifikation. Es wäre de facto so, als wenn ich hier 10 Strategien trade und dann kriege ich auch tatsächlich in etwa im Mittel das, was zu erwarten gewesen wäre. Jetzt habe ich gesagt, dass wir allein hier schon etwas ableiten können, nämlich dass kleine CRVs was Besseres sind. Okay, kleine CRVs sollen was Besseres sein. Ich will es kurz, springe ich zurück in das andere, weil ich da noch den Expectation Value immer habe. Machen wir erstmal das Umgekehrte. Gehen wir mal auf eine Trading-Strategie mit einem CRV von 3 zu 1. Okay, wenn wir das mit einer Hitrate, mit einer Trefferquote von 50 kriegen, dann geht es hier natürlich, wer weiß, wie nach Norden. Das wird man praktisch nicht hinbekommen. Ich will dir jetzt bewusst mal wieder so betrachten, als wenn der Erwartungswert 0 Euro ist. Das habe ich nur gemacht, um die Zahlen hier zu kriegen. Also 25 und 3. Das hätte ich zwar auch so gewusst, aber ich wollte euch das sozusagen mitnehmen. So, dann haben wir es hier auch. Ihr seht, das Ganze ist bei CRVs von Größe 1, ist das Ganze hier noch viel sozusagen volatiler. Das heißt, wenn ich mir jetzt also meinen Trading-Account, meine Erwartung, deswegen nenne ich das immer mal meine Erwartungshaltung einzunorden, dann könnten das hier alles Ergebnisse nach einem Jahr Traden sein, mit zwar einem Erwartungswert 0, die Strategie sollte man wahrscheinlich sowieso nicht traden, aber wir sehen, wie unterschiedlich, also wie nicht vorhersagbar das Ergebnis ist. Dass das auf der anderen Seite besser wird, will ich euch auch eben zeigen. Dazu springe ich wieder zurück wegen dem Erwartungswert. Machen wir mal das andere. Sagen wir mal, wir gehen in die andere Richtung. Machen wir sogar nur 0,2. Was brauchen wir denn da ungefähr? 80%? Nee, reicht noch nicht. 85%? Ach, nicht ganz. Okay. Na, da kommen wir der Sache schon näher. Das könnte ich jetzt auch rechnen, aber sei es drum, das war die falsche Richtung. So, das soll an Genauigkeit reichen. Ihr seht schon bei der einen Kurve, 83,5%. Erwartungswert ist jetzt immer noch ungefähr 0. Gut, machen wir das hier, da sehen wir mehr Kurven. 83,5 und hier eine 0,2. Damit haben wir schon die erste Erkenntnis. Wenn ich eine Strategie habe, die zwar einen Erwartungswert 0 hat, aber ich habe ein CRV, was deutlich kleiner 1 ist, dann habe ich bei weitem nicht so unterschiedliche Ergebnisse, mit denen ich sozusagen rechnen kann. Deswegen sind prinzipiell Strategien mit CRVs kleiner 1 den anderen überlegen. Auch die Drawdowns übrigens sind kleiner, wenn man die berechnen würde. Okay. Wichtige, wichtige Erkenntnis. Das heißt, wer Strategien entwickelt, sollte besser nicht nach Strategien suchen, die mit großen CRVs, sowas wie 10 zu 1 gehen, sondern eher nach Strategien mit kleinen CRVs, weil dann alles sozusagen etwas ruhiger abläuft. Nebenerkenntnis. Zurück zu unserer Strategie. Ich gehe jetzt wieder auf 1 zu 1 und wir hatten schon gesagt, okay, bei 50% haben wir einen Erwartungswert 0. Und jetzt will ich hier einfach mal nur eine 52% machen. Und ich nenne das übrigens jetzt schon eine gute Trading-Strategie. Warum? Also wir hätten nach
beim Erwartungswert, der hier jetzt für 40 Cent pro Trade ist, hätten wir unser Konto von 1000 Euro nach einem Jahr um 104 Euro hochgetradet als statistischer Erwartungswert. Oder um es mal in Rendite auszudrücken, wir hätten 10,4, sagen wir 10% Rendite erwirtschaftet. Okay, wir wissen, das ist selbst nach einem Jahr, selbst mit dieser Statistik können wir auch im Minus sein. Wir können aber natürlich auch im Plus sein, im kleinen Plus, im größeren Plus, alles möglich. Warum nenne ich das schon eine gute Trading-Strategie? 10% Rendite. Okay, ich weiß, die meisten werden jetzt sagen, dafür lohnt sich Trading nicht. Umgekehrt, wir müssen mal auf dem Teppich bleiben. Also, ich weiß, jeder möchte gerne mindestens nach einem Jahr seinen Trading-Account verdoppelt haben. Das hätte allerdings zur Konsequenz, dass man, wenn man das 10 Jahre lang hintereinander macht, hätte man seinen Account vertausendfacht, also genau genommen vertausendvierundzwanzigfacht. Und dass das noch sozusagen erwartbar ist und realistisch. Ich glaube, da werden hoffentlich die meisten direkt sagen, das kann nicht sein. Okay, kommt noch gerade ein Ding. Das Problem ist, dass die Trefferquote größer 50 sehr schwierig ist. Nee, ist es nicht unbedingt. Je kleiner mein CRV ist, umso leichter ist es, die Trefferquote so hoch zu kriegen. Und wer Strategien entwickelt, wird auch sehen, dass man das tatsächlich, das CRV sich sogar ein bisschen vorgeben kann. Ob man dann allerdings noch auf die ausreichende Trefferquote für eine Trading-Strategie ist erstmal ad hoc genauso schwierig wie andersrum. Also wenn ich irgendwie mit 10 zu 1 CRVs gehe. Das Problem ist grundsätzlich immer da, dass man ein bisschen in das Positive kommt. Gehen wir so zurück hier. Also ich sage jetzt, okay, 10% Rendite nach einem Jahr ist durchaus schon was Gutes. Wer da jetzt rein simulatorische mehr haben möchte, ist natürlich kein Problem. Aber ich will ja auf dem Teppich bleiben. Und jetzt will ich einfach daraus die Frage machen. Wenn ich eine Trading-Strategie entwickle und da kommt tatsächlich raus, ich kriege eine Hitrate von 52% und ich habe ein CRV von 1. Wie sicher kann ich mir da eigentlich sein, dass diese Strategie sozusagen auch so dann funktioniert. Das heißt, kann ich irgendwie überhaupt sowas wie eine Signifikanz ableiten aus meiner Trading-Strategie? Woher weiß ich, dass die Statistik ausreicht, dass ich dann das auch für die Zukunft annehmen kann? Was ohnehin schon schwierig genug ist mit der Zukunft, das ist schon klar. Aber was kann ich irgendwie etwas nehmen, dass ich weiß, wie prognostiziert, also wie signifikant ist das, was ich habe eigentlich? Das bringt mich genau auf das zweite Thema. Okay, wechseln wir mal kurz nochmal eben in die Excel-Sheets, in die Präsentation. Wir wissen schon, nochmal kurz die Erkenntnis von gerade, kleinere CRVs haben kleinere Schwankungsbreiten, selbst bei Erwartungswert 0. Das ist schon mal wichtige Kenntnis. Aber wie viele Trades sind jetzt eigentlich ausreichend? Wir haben ja gerade gesehen, also unsere 260 Trades, da kriegen wir ja alles Mögliche raus. Damit das wirklich belastbar wird, oder da ich viele, oder ich weiß, dass hier viele dabei sind, die selber auch Handelsstrategien entwerfen, wechseln wir mal die Sichtweise. Wir entwickeln eine Handelsstrategie. Auf wie viel Trades sollte diese Strategie basieren? Also die ich ja irgendwie per Backtest oder wie auch immer gemacht habe, damit ich, ja, ich habe es hier im Gänsefüßchen geschrieben, damit ich Hoffnung haben kann, auch in Zukunft mit der Strategie profitabel zu traden. Also da geht es um statistische Signifikanz. Und auch das kann man tatsächlich ein bisschen mathematisch beschreiben. Und das will ich mal hier im Folgenden tun. Wir brauchen ein bisschen, um euch zu erklären, was man hier so in Summe sehen kann. Und auch wenn das Ding quasi so ähnlich gebaut ist, das Excel-Sheet, wie das von gerade. Ja, ich habe hier auch wieder Profit gleich 1, Loss gleich minus 1, Euros habe ich jetzt gleich weggelassen und ich habe wieder eine Trefferquote von 50%. Gut. Und die blaue Kurve hier unten wäre auch tatsächlich wieder so eine simulierte Equity-Kurve, nur dass sie diesmal hier bei Null anfängt und da jetzt gerade mal
einfach nach 10.000 Trades, ich mache hier 10.000 Trades, munter nach Süden läuft, aber auch hier kann ich F9 drücken und dann kriegen wir wieder irgendein neues Bild und diesmal sieht es halt so rum aus. Gut, das wissen wir schon, das ist jetzt nichts Neues. Im Wesentlichen habe ich hier nur eine weitere Sache mit eingebaut. Und zwar, wenn man mal hier guckt, was ich hier in der Zelle drinstehen habe. Und zwar frage ich mich, wie ist sozusagen meine, nennen wir es mal kurz Trefferquote, auch wenn das gleich hier muss eine Null rauskommen, weil hier geht es eigentlich nur darum, wie viele Winner-Trades und wie viele Loser-Trades habe ich. Ihr seht, in der ersten Zelle, naja, steht einfach nur der Mittelwert von dem einen. Ja gut, das ist natürlich nicht viel. Nach drei Trades, also nach drei Trades, kann ich ja immerhin eine Statistik über drei Trades machen. In dem Fall hier waren das drei Winner-Trades, wie man hier gesehen hat. Und von daher steht hier jetzt auch dauerhaft gerade hier eine 100%. Gut, wenn ich dann schon weiter bin, also ich klicke mal hier unten an, dann sieht es natürlich anders aus. Nach 27 Trades habe ich schon eine Aussage über 27 Trades. Und natürlich weiß ich, dass im statistischen Mittel sollte hier jetzt, habe ich 50 Winner, 50 Loser, weil das habe ich ja so eingestellt. Und jetzt kommt eigentlich die entscheidende Frage. Wenn ich das jetzt weiter durchziehe, je mehr Trades ich habe, desto kleiner wird meine Schwankungsbreite. Ich habe hier schon zwei so Linien eingemalt. Die haben auch eine mathematische Herkunft und da will ich auch gleich noch mehr zu sagen. Aber man sieht, dass übrigens die Anzahl der Trades, die Achse hier ist logarithmisch. Deswegen, also hier, wir haben in Summe, machen wir 10.000 Trades. Und natürlich ist es so, dass je mehr Trades ich hier in meiner Statistik drin habe, desto kleiner wird diese Schwankungsbreite. Und ich mehr nähere mich hier in meinem Fall natürlich jetzt der Null, weil ich ja eine Trefferquote von 50% habe und damit sollten immer die Hälfte der Trades Winner und die Hälfte der Trades Loser sein. Ist ja so eingestellt. Ich drücke mal F9, um einfach nochmal eine andere Statistik zu haben. Wir merken uns so ein bisschen, wie hier die Kurve gerade läuft. Und gleich kriegen wir hier eine neue. Okay, diesmal fängt sie bei minus 100 an und ja, tungelt sich so langsam hier um die Nullachse und wird immer, die Schwankung wird hier immer kleiner. Ich bin sogar so weit gegangen und habe hier mal gezählt, wie viele sind innerhalb meiner Range, die ich hier schon beschrieben habe. Aber egal, in dem Fall hier sind gerade alle innerhalb der Range. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, hey, wie habe ich denn diese zwei Linien mathematisch beschrieben, damit ich hier so eine Eingrenzung habe? Ganz ziemlich einfach. Alles, was hier steht, ist 2 durch Wurzel aus Anzahl der Trades. Okay, wenn es 1 durch Wurzel Anzahl der Trades wäre, dann erinnert ihr euch, das hatten wir schon ein paar Mal, das 1 durch Wurzel n Gesetz. Die 2 ist hier nur so eine Art Sicherheitsfaktor geschenkt. Wollen wir auch nicht weiter genauer darauf eingehen. Aber was heißt das eigentlich, wenn ich hier jetzt meine Fragestellung ändere? Eigentlich geht uns ja hier darum zu sehen, wie genau kann ich messen? Also wie genau kann ich eine Trefferquote überhaupt bestimmen, wenn ich n Trades habe? Das ist ja eigentlich die Frage. Und was man sieht, wenn ich hier nach 20 Trades habe ich hier ungefähr die Möglichkeit, jetzt muss ich mal gucken, die Zahl sehen wir jetzt gerade nicht, die ist hier dahinter. Okay, nach 27 Trades kann ich gerade mal auf 38% genau messen. Und so geht das weiter. Das heißt, je mehr Trades ich habe, desto genauer kann ich messen. Gut. Diese zwei Linien kann man übrigens auch statistisch herleiten. Auch das würde ich jetzt nicht machen. Liefern uns aber etwas, wenn wir eine Statistik haben, können wir die Frage stellen, so ähnlich wie, naja, ihr wisst, ich bin Physiker. Zu jeder Messung gehört die Aussage, wie genau kann ich eigentlich messen? Natürlich kann ich die Trefferquote
exakt berechnen für das, was ich da als Historie habe, zum Beispiel auch für meinen Trading-Account. Aber ich habe hier eine statistische Unsicherheit, also sozusagen einen statistischen Messfehler. Und diesen Messfehler kann ich angeben. Und das genau über die rote und gelbe Linie. Das hat allerdings jetzt eine Konsequenz. Gehen wir noch mal kurz zurück in mein Excel-Sheet von gerade. Wir haben hier gesehen, ich nenne eine Trading-Strategie bereits gut, die bei einem CRV von 1 eine Hitrate von 52% hat. Die nenne ich gut, weil sie nämlich schon 10% Rendite pro Jahr macht, was schon gar nicht mal schlecht ist. Jetzt gehen wir aber mal umgekehrt vor. Wir haben die Strategie abgeleitet, als aus einem Excel-Sheet, wie auch immer, und kriegen eine Trefferquote von 52% raus und denken, super, wir haben eine tolle Strategie. Was ja auch erstmal so ist. Jetzt kommt aber die Frage, wie genau kann ich diese Trefferquote denn eigentlich statistisch gesehen angeben? Naja, und vor allen Dingen können wir ja, ich kann ja auch eine sozusagen Forderung stellen. Da ich ja weiß, bei diesem Verhältnis, ich muss ohnehin mindestens 50% haben, damit ich statistisch gesehen kein Geld verliere. Also sollte ich möglichst diese Hitrate auf 2% genau angeben. Also 2% Fehler, naja, wenn ich dann am unteren Ende meines Fehlerbalkens bin, dann bin ich noch so gerade im profitablen Bereich. Schön wäre, wenn ich auf der falschen Seite bin und ich in Wahrheit vielleicht sogar 54% habe. Also wenn ich jetzt hier 52% als Soll-Hitrate habe für meine Strategie, die meine Jahresrendite von 10% hat, dann sollte ich meine Hitrate auf 2% genau angeben können. Tja, jetzt können wir uns das genau angucken. Wenn man nämlich diese Formel, dieses 1 durch Wurzel n, einfach mal umgekehrt aufträgt, dann kann man das hier in dieser Kurve tun. Und wenn ich auf 2% genau messen will, dann steht hier, wie viele Trades ich eigentlich brauche. Und meine Anzahl an Trades sind immerhin schlappe 5000. Das heißt, wenn ich meine Trading-Strategie gerade mal aus 260 Trades abgeleitet habe, dann kann ich eine Hitrate, na jetzt muss ich hier schon weit runterscrollen, ist schon gar nicht mehr hier drauf, das ist noch viel schlechter als 8%. Also ich kann sie gar nicht so genau angeben. Das heißt, ich habe hier was, mein Messfehler nach 200 Trades ist viel zu groß, um die Trefferquote genau genug angeben zu können. Ich bräuchte 5000 Trades, um eine Trefferquote auf 2% genau angeben zu können. Jetzt kann man gerne über den Faktor 2 hoch oder runter noch diskutieren, ändert aber nicht das große Bild. Ich hatte eingangs gesagt, okay, meine Trading-Statistik, ich hatte ja 260 Trades genommen, weil das ein Trade pro Tag und dann ein Jahr genau wäre. Heißt im Umkehrschluss, ich müsste eigentlich 20 Jahre Historie haben, um meine Hitrate auf 2% genau angeben zu können. Ups. Damit sehen wir ein großes Problem aller Trading-Strategien, die ihr im Internet findet, beschrieben in Webinaren oder auch selber herleitet. Die Statistik, die der Entwicklung der Strategie zugrunde liegt, ist wahrscheinlich in vielen Fällen gar nicht ausreichend. Und naja, mehr Historie wird also helfen. Also wir bräuchten jetzt hier schlappe, knappe 20 Jahre Historie, damit wir unsere One Trade per Day Strategie auch statistisch genau genug angeben können. 20 Jahre. Auswege sehen wir natürlich auch sofort. Also man müsste mehr traden, also vielleicht 10 Trades pro Tag. Gut. Dafür brauchen wir allerdings aber A, eine Strategie, die das überhaupt hergibt. Und meistens wird es auch ein bisschen komplizierter, was die Herleitung einer solchen Strategie angeht. Aber wir sehen, was das Problem ist. Die meisten Strategien haben gar keine belastbare Historie. Und hier habt ihr jetzt ein einfaches Tool,
um zu hinterfragen, wenn ich also höre, ah, da ist eine Trading-Strategie, die immerhin zum Beispiel 55% Trefferquote bei CRV von 1 zu 1 hat. Gut, dann reichen auch 5% Genauigkeit, um auf der richtigen Seite zu sein. Okay, das geht hier, glaube ich, noch raus hervor. Dann sind das genau 800 Trades, die ich bräuchte, um ausreichend genau zu sein. Okay. Hier kam gerade auch nochmal die Antwort. 20 Jahre History im Daily. Ja, dann würde es genau hinhauen. Also, Message hier, wer Trading-Strategien sieht und hinterfragen möchte, kann immer nach dem Messfehler fragen. Und das relativ einfach, wenn man einfach auf die Zahlen guckt, wie Hitrate, CRV, und dann haben wir hier eine Vorschrift für die Anzahl der Samples, also der Anzahl meiner Statistik, um hier zu einer belastbaren Aussage zu kommen. Interessant. War übrigens auch für mich überraschend, als ich diese ganze Sache mal abgeleitet habe, weil sie so ein bisschen zeigt, wie sensibel und man dann nicht damit umgehen muss. Gerade wenn es dann um Strategien geht, die vielleicht sogar noch viel seltener traden, die vielleicht gerade mal 20 Trades im Jahr machen, dann wird es immer schwieriger, eine belastbare Statistik hinzukriegen. Genau das Gleiche gilt für das, wenn man noch ganz am Anfang einer Trading-Strategie steht. Dann geht man ja meistens mal in den Chart, hat also fünf Beispiele und das ist natürlich alles andere als eine belastbare Statistik. Und welche hohe Anforderungen also man stellen muss, soll hier diese Darstellung einfach mal schon mal ein bisschen zeigen. Ganz wichtiges Thema, wenn es darum geht, Trading-Strategien zu entwerfen. Gut, zusammenfassend, also ich brauche 2 durch x Quadrat Trades, damit ich um auf x Prozent genau messen kann. Und in dem Beispiel von gerade war das dann auf 2%, hieße 5000 Trades. Und dass das die meisten Strategien, die man irgendwo liest, nicht erfüllen, die Anforderungen, die ich jetzt hier gerade stelle, ja, ist wahrscheinlich ziemlich offensichtlich. Ich muss aber auch den Umkehrschluss übrigens auch noch explizit hier erwähnen. Aber auch umgekehrt, nur weil ich diese Anforderungen erfülle, ist das natürlich immer noch keine Garantie, dass es in Zukunft auch wirklich weiterhin funktioniert. Ihr kennt Themen wie Overfitting und all solche schönen Sachen, die dann auch noch alle sein können. Oder ich sage es mal ganz pragmatisch, der Markt ändert sich leider, was auch immer das genau heißen soll. Aber der Umkehrschluss gilt halt leider auch nicht, dass es dann eine Garantie gibt, wenn man die Voraussetzungen erfüllt. Und das Umgekehrte, naja, also Sicherheit, Garantien im Traden gehen natürlich gar nicht. Okay, kommt auch gerade dieser Hinweis, Profi-Trader erzählen immer, Märkte ändern sich mit der Zeit. Deshalb frage ich mich, ob Backtests über 15 bis 20 Jahre ausreichen. Kräftig sind. Ist eine richtige und wichtige Bemerkung. Die Frage muss man allerdings stellen, was meinen wir mit die Märkte ändern sich? Es gibt ein paar Fundamente, die sich nämlich so leicht nicht ändern. Und das ist zum Beispiel die Gier aller Trader. Und das heißt, und das wie Angst, also Gier und Fear im Englischen, das sind natürlich Gesetze, die sich nicht ändern. Dass eine Strategie vielleicht auch automatische Anpassungsmechanismen haben muss, das können wir ja mit einbauen. Mir geht es nur darum, auch mit diesen automatischen Anpassungsmechanismen brauchen wir dann schließlich und endlich diese Art von Statistik. Mit anderen Worten, absolut richtige Aussage, die hier gerade nochmal kommt, aber die lässt sich sozusagen mit inkludieren in die Untersuchung einer Trading-Strategie, wenn man nämlich genau diese Anpassungsmechanismen zu einem wesentlichen Teil dieser Strategie selbst macht. Jetzt habe ich gesagt, okay, jetzt haben wir eine profitable Trading-Strategie. Ich nehme gleich wieder übrigens die gleiche, die wir gerade hatten, auch wenn das ja nur eine simulierte ist, aber unsere 52% Trefferquote beim CRV von 1 Strategie, wo ich ja sage, hey, die hat eine
Jahresrendite mit meinem gewählten Risiko von 10 Euro pro Trade von 10%. Aber jetzt können wir ja die Frage stellen, kriegen wir da nicht mehr raus aus der Strategie? Also sozusagen, ist es nicht zulässig, mit mehr Risiko pro Trade an der Stelle zu traden? Oder ganz allgemein formuliert, das gilt nämlich für eine beliebige Strategie, wie viel Prozent von meinem Kapital soll ich pro Trade riskieren, um meinen Profit zu maximieren? Der eine oder andere wird sich gerade fragen, ist das nicht einfach nur eine Frage meines Risikos? Und kann ich nicht einfach 10% nehmen? Wir werden gleich sehen. Wir brechen zusammen. Außer wir hätten irgendwie eine Hitrate von 100% oder sowas. Das wird nämlich genau nicht gehen. Es gibt tatsächlich eine ideale, nennen wir es mal Investquote oder Tradequote, also Risiko pro Trade, also genau die Antwort auf die Frage, wie viel Prozent soll ich denn nun pro Trade riskieren für eine gegebene Trading-Strategie? Und die Antwort findet man übrigens auch in der Literatur sehr schön, ist die sogenannte Kelly-Formel, Kelly-Formula, Kelly-Kriterium. Gibt es ein paar verschiedene Namen zu, findet man auch entsprechend dann bei Wikipedia. Und ich gebe auch hier die Antwort gleich vorneweg. Hier steht schon mal die Formel, wie man das aus seinen zwei Kenngrößen, Trefferquote und CRV, auch automatisch berechnen kann. Das ist die optimale Quote, mit der ich mein Risiko steuern sollte. Also nicht einfach irgendeine x-beliebige Prozentzahl, sondern es gibt eine optimale. Hups. Vielleicht für den einen oder anderen neu. Will ich mal genauer zeigen. Geht auch gleich los. Und zwar haben wir hier ein Excel-Sheet, was prinzipiell auch wieder so ähnlich ist wie gerade, aber ein paar wesentliche Unterschiede. Okay, wir fangen wieder an. Ich gebe die Hitrate vor, ich gebe den Profit vor, den Loss. In meinem Fall ist also das CRV hier wieder 1. Und zunächst mal gebe ich hier einfach die Zahl auch vor. Trade Risk 1% soll heißen. Das entspricht genau meinem Anfangssituation von vorhin, nämlich meinen 10 Euro, die ich vorhin auch getradet habe pro Trade. Nur, dass ich es jetzt hier prozentual von meinem Kapital aus mache. Mit anderen Worten, nach dem ersten Trade, je nachdem, ob es ein Winner oder ein Loser war, werde ich anschließend sozusagen mein Invest verändern. Und so ist jetzt hier auch das Ganze erstmal gerechnet. Also gehen wir kurz durch. Also am Anfang, beim ersten Mal riskiere ich meine 1% von meinem Kapital, was am Anfang hier 1000 Euro ist. Und da der erste Trade ein Winner-Trade war, okay, habe ich dann 1010. Das führt dazu, dass ich dann beim nächsten Mal nicht 10 Euro riskiere, sondern 10,10 Euro. Und war wieder ein Gewinner-Trade und so weiter und so fort. Gut, soweit die Ausgangslage. Wenn ich das jetzt so gemacht habe, dann wäre dieses blaue meine Equity-Kurve nach 5000 Trades. Also wenn wir mal wieder in Jahren denken, wären das jetzt hier 20 Jahre, wenn das immer noch ein Trade pro Tag ist. Hier musste ich natürlich die Y-Achse jetzt mittlerweile auch logarithmisch machen und so bin ich jetzt hier nach oben gegangen. Jetzt habe ich hier schon so eine rote Linie eingemalt, nämlich auch wieder den Erwartungswert. Den kann man jetzt berechnen. Ganz kurz für die, die das so ein bisschen verstehen wollen, wie das dann geht, wie man das einfach berechnet. Okay, ich habe 5000 Trades, dann habe ich 2600 Winner-Trades, bei meinen 52%. Ich habe 2400 Loser-Trades. Okay, bei einem Gewinner-Trade, verdiene ich sozusagen mein 1%. Und wenn ich einen Loser-Trade habe, dann verliere ich mein 1%. Okay, deswegen steht hier einmal der Faktor 1,01 und einmal der Faktor 0,99. Und wenn ich hier meine Zahlen ändere, würde sich das hier auch entsprechend alles anpassen. Damit sind meine 2600 Winner-Trades ergeben in Summe, also genau genommen, als Faktor, diesen Multiplikator und hier den anderen. Das heißt, ich kann jetzt hier auch so eine Art Erwartungswert, einen Erwartungsfaktor angeben und ich kann auch
sagen, wo denn mein Kapital eigentlich sozusagen zu erwarten wäre nach meinen 5000 Trades. Und mein Kapital sollte bei 5754 Euro liegen. Gut, soweit die Mathematik. Kommt nochmal gerade hier eine Frage. Stefan, hast du Punkt vor Strich in der Formel beachtet? Ja, habe ich. Ich gucke aber kurz mal nach, dass ich hier nichts Falsches sage. So, Punkt vor Strich. Ja, habe ich beachtet. Es ist in der Tat Hitrate plus CRV mal Hitrate minus 1 dividiert durch CRV. Man kann das ein bisschen erahnen. Das sind ohnehin alles dimensionslose Zahlen. Also hier stehen ja keine Euro. Von daher vermischt man hier oder versucht man nicht irgendwie einen Euro mit einem Nicht-Euro zu addieren. Also ist korrekt. Gut. Zurück hier in die Auswertung. Was jetzt natürlich hier auch wieder geht, ist, man kann natürlich wie immer F9 drücken, und man kriegt eine etwas andere Kurve dann mal raus. Die kann dann so aussehen, die kann auch deutlich schlechter aussehen wie diese. Aber das haben wir schon gelernt, das ist reine Statistik. Gut, jetzt will ich mal mein Risiko pro Trade erhöhen von 1 auf 2%. Achtet ein bisschen mal auf mein Expectation Value, noch mehr als auf die reine Gerade. Was denn eigentlich passiert, wenn ich jetzt mein Risiko auf 2% pro Trade erhöhe? Wow, aus 5.000 Euro sind jetzt schon 20.000 Euro geworden. Dass ich hier jetzt drunter liege, ist einfach nur Statistik. Gut, gehen wir mal noch einen Schritt höher. Gehen wir mal auf 4%. Wow, jetzt kriegen wir sogar 54.000 Euro raus. Jetzt mache ich mal was noch. Jetzt gehe ich auf 5%. Ups, was nun passiert? Mein Expectation Value wird wieder kleiner. 6%, 7%, 8%. Ups, bei 8% bin ich jetzt plötzlich schon mit meinem Erwartungswert auf der Loser-Seite. Das heißt, irgendwo gibt es hier zwischen jetzt ein Optimum. Welche Zahl ich pro Trade riskieren soll, damit ich den maximalen zu erwartenden Profit kriege. Dass die Kurven hier im Detail auch nochmal anders aussehen können, das ist jetzt wieder rein pure Statistik. Also es gibt definitiv irgendwo zwischen meinen 8% und zum Beispiel meinen 1%, gibt es ein Optimum. Naja, und das hatten wir gerade schon. Okay, nochmal kurz zu Punkt vor Strich in der Formel. Also man muss natürlich dann korrekt im Taschenrechner eingeben. Also das ist genau richtig schon erkannt. Also alles ganz mathematisch beachten. Jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, die Kelly-Formel, die ich hier in einer etwas anderen Schreibweise auch angewandt habe, sagt mir ja, was das Optimale ist, nämlich 4%. Also, wenn ich 4% meines Kapitals jedes Mal riskiere, wenn ich denn eine Hitrate von 52% habe und ein CRV von 1, bei 4% habe ich tatsächlich das Optimum. Nochmal, dass jetzt hier die individuellen Equity-Kurven auch ein bisschen blöder aussehen können, ist jetzt einfach nur der Statistik geschuldet und nichts anderem. Optimal für diese Situation wären jetzt 4%. Das heißt, ihr könnt euch eine ähnliche Frage stellen, wenn ihr euch eure eigene Trading-Historie anguckt und ihr habt da schon was Signifikantes an Historie. Ihr könnt jetzt genau die Kennziffern eures eigenen Accounts berechnen und dann mit eurer Hitrate und mit eurem gemittelten CRV in die Kelly-Formel reingehen und bekommt dann das Optimale. Ich habe das mal ein bisschen anders auch dargestellt, nämlich wie das eigentlich aussieht, wenn man, jetzt habe ich mal wieder nur 260 Trades gemacht, ich mache es ein bisschen größer noch, wenn man
mal unterschiedliche Risiko pro Trade eigentlich plottet und wie dann mein Profitfaktor, also sprich, wie viel ich als Faktor nach einem Jahr gewonnen habe, wie sich das eigentlich grafisch darstellt. Und das ist wirklich eine überraschende Kurve. Also wenn ich natürlich nichts riskiere, habe ich auch nichts gewonnen. Deswegen kommt dann eine Eins raus. Und was man auch sofort sieht, wenn ich viel zu viel riskiere, dann gehe ich garantiert bankrott. Ich gehe in garantierten Ruin. Und wer sich so ein bisschen fragt, wie kann das denn sein? Ich habe doch eine profitable Trading-Strategie. Wie kann denn die nachher in Summe Geld verlieren, obwohl ich doch hier 52% Hitrate habe beim CFV von 1? Die, sagen wir mal, Ad-hoc-Antwort, damit man ein Gefühl dafür kriegt, warum das so sein kann, ist die folgende. Wenn ich jetzt 10% riskiere und ich gewinne beim ersten Mal, okay, dann gehe ich von 1000 Euro auf 1100 Euro hoch bei 10% Risiko. Wenn ich jetzt beim nächsten Mal verliere, ich riskiere ja jetzt als nächstes 110 Euro, dann seht ihr schon, was passiert ist. Jetzt bin ich unter 1000 Euro, nämlich bei 990 Euro. Das heißt, wenn ich eine Abfolge habe, immer Win, lose, win, lose, win, lose. Und mache meinen Einsatz prozentual von meinem Kapital, verkleinert sich automatisch mein Kapital über die Zeit. Das ist vielleicht ein bisschen überraschend, ist aber ganz natürlich, wenn man einfach nur das kurz durchrechnet. Deswegen brauchen wir, dürfen wir nicht zu viel riskieren, weil sonst gehen wir sukzessive gen Süden. Und naja, man kann es hier nicht ganz genau erahnen, aber dass hier für mein Zahlenbeispiel wieder die 4% die richtige ist, naja, man kann es ungefähr erahnen. Ohnehin ist die Mathematik da sehr eindeutig. Bei 4% haben wir hier den höchsten Profit. Interessante Schlussfolgerung. Hängt aber natürlich davon ab, was für eine Art von Strategie ich denn überhaupt habe. Und deswegen geht in die Kelly-Formel sowohl die Hitrate als auch das CRV rein. Also für unser Beispiel war es 4%. Jetzt wissen wir allerdings eins. Wir haben ganz am Anfang eigentlich schon gesehen, dass die Hitrate beliebig genau anzugeben, ist wahnsinnig schwer. Also von einem Account kann man sie natürlich auf 5 Nachkommastellen angeben. Aber wir wollen ja auch statistisch signifikant reden. Also sprich, den Fehlerbalken, der aus purer Statistik entsteht, der ist ja nicht so ganz trivial. Und deswegen gibt es in der Tat eine allgemeine Empfehlung. Und die heißt Kelly-Formel halbe. Das heißt, wir sollten besser nicht mit der sozusagen vollen Kelly-Formel reingehen, sondern genau nur die Hälfte. Und das allein schon, weil wir gar nicht beliebig genau unsere Kennzahlen, um die Kelly-Formel anwenden zu können, eigentlich kennen. Also wird aus der 4 eine 2, hat einen schönen Nebeneffekt. Das Ganze ist dann auch nicht mehr ganz so volatil. Das heißt, wenn ich jetzt jedes Mal F9 drücke, sind meine Schwankungen auch nicht mehr ganz so riesig. Ich verschenke das dabei zwar etwas mehr als die Hälfte meines Gewinns im Vergleich zur optimalen Kelly-Formel, aber ich bin auf der, nennen wir es mal, sichereren Seite, weil wir sehen anhand dieser Kurve hier für diese Zahlen, dass wenn ich mit zu großem Risiko reingehe, ich dann automatisch, selbst mit meiner profitablen Trading-Strategie, Geld verliere. Wenn ich allerdings auf der anderen Seite bin, wenn ich vielleicht mich verschätzt habe, gerate ich wenigstens nicht auf die Loser-Seite. Von daher gibt es halt die Faustregel, Kelly-Formel halbe. Gut. Okay. Ich
Geh nochmal auf die Folien wegen der Kelly-Formel, weil ich da gerade nochmal gefragt werde, dass ich hier auf Nummer sicher gehe, was mit Punkt und Punkt vor Strichrechnung angeht. Dann ist es so, dann setze ich hier noch vorsichtshalber eine weitere Klammer drum und damit klar wird an der Stelle, wie hier zu rechnen ist. Also dann hoffe ich, passt das Ganze auch. Ich will noch eine letzte Sache auch noch kurz zeigen. Wir haben vorhin schon gelernt, kleine CRVs sind, also Trading-Strategien mit kleinen CRVs sind besser. Gilt das eigentlich dann auch mit inklusive Anwendung der Kelly-Formel? Kurze Fragestellung und auch noch kurze Antwort. Und die Antwort ist übrigens ziemlich, ziemlich brutal. Ich will jetzt gar nicht auf die Details angehen. Und einfach nur sagen, okay, wir haben eine Trading-Strategie, die hat einen Erwartungswert von 4 Cent pro Trade oder welche Einheit es hier auch immer ist. Das ist in Anlehnung unserer allerersten Strategie. Da waren es genau die 4. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe einfach unterschiedliche CRVs angewendet. Und ihr seht, das war die Strategie, die wir uns auch angeguckt haben, die ganze Zeit. CRV von 1, Hitrate 52% und dann brauchen wir einen Kelly-Faktor von 4%. 4% wäre sozusagen der volle Kelly, mit dem man dann investiert. Und wir hätten nach 260 Trades dann einen Faktor von 1,23 erwirtschaftet. Angenommen, wir haben eine andere Trading-Strategie, die auch denselben Erwartungswert hat, aber mit einem CRV kleiner als 1. Dann brauchen wir natürlich eine andere Hitrate. Klar, die ist logischerweise dann größer. Nochmal, der Erwartungswert pro Trade ist hier aber konstant. Ich habe den gleichen genommen. Das ist mathematisch, habe ich die Hitrate rückwärts aus dem Erwartungswert in dem Fall berechnet. Jetzt kriegen wir allerdings einen anderen Kelly-Faktor und würden nach 260 Trades unter Anwendung von Kelly-Kriterium schon 1,52-fach unser Kapital sozusagen vermehrt haben. Interessante Konsequenz. Vorhin hatten wir schon herausgefunden, kleine CRVs sind gut. Hier gilt es noch viel mehr, wie man daran sieht, dass diese Kurve nahezu an der Stelle schon fast explodiert. Natürlich muss man solche Strategien erstmal haben. Die sind schon ja fair gerechnet, weil ich den Erwartungswert pro Trade an dieser Stelle absolut konstant gehalten habe. Gut. Mann, ganz viel heute über Statistik geredet und wie ich sehe, auch mit ziemlich gleichbleibender Teilnehmerzahl hier, was mich besonders freut, auch wenn wir nicht über eine explizite Trading-Strategie geredet haben. Gehen wir noch kurz auf die Kelly-Formel Erkenntnisse ein. Okay, wenn ich also mein Risiko pro Trade größer habe als zweimal die Kelly-Formel, dann erleide ich einen garantierten Totalverlust. Wow. Obwohl also meine Strategie einen positiven Erwartungswert hat, habe ich mich jetzt sozusagen überhebelt. Also ich habe mit zu hohem Risiko getradet und ich werde automatisch Geld verlieren. Eine Erkenntnis, die vielleicht nicht der ein oder andere inklusive mir selber, also ad hoc schon so prognostiziert hätte. Ich betone den Satz hier nochmal, da wir im Allgemeinen unsere korrekte Trefferquote gar nicht so genau kennen, wie uns lieb ist, ist nicht nur meine Empfehlung, nicht direkt sich auf die Kelly-Formel zu stürzen und den Wert zu nehmen, sondern lieber nur bei der Hälfte zu bleiben. Damit hat man zwar auch seine potenziellen Gewinne reduziert, ist aber auf der sicheren Seite, weil von dieser schönen Kurve mit seinem Maximum sind wir dann tendenziell eher links und nicht rechts von der Kurve. Und rechts wird es gefährlich, wie wir gerade schon gesehen haben. Da müssen wir auch schon am Ende. Was ich erreichen wollte, war, dass ihr, wenn ihr mal euch mit simulierten Equity-Kurven beschäftigt, ihr automatisch schon ein Gespür kriegt für eine Handelsstrategie, für das auch vielleicht für euer eigenes Handelskonto und wie sehr verschieden
ein Trading-Account hier heute an dem Beispiel von 260 Trades aussehen kann, obwohl wir doch eine profitable Strategie haben, kann es durchaus sein, dass sie nach einem Jahr einfach im Minus ist, obwohl alles statistisch im Reinen ist, also sauber gelaufen ist. Da muss man dann weiter traden. Wobei das jetzt nicht eine blind gemeinte Durchhalteparole ist, aber zumindest wenn die Statistik hergibt, da gibt es noch deswegen keinen Grund, an der Stelle aufzuhören. Wir haben dann auch gesehen, wie schwer es nämlich ist, diese statistische Signifikanz zu erreichen und dass man dafür verdammt viele Trades braucht, um wirklich statistisch signifikante Aussagen zu kriegen. Vorhin hatten wir für so eine Daily-Strategie, brauchten wir für eine Messgenauigkeit von der Trefferquote von 2% 5000 Trades. Ups. 20 Jahre Trading-Historie. Wenn wir dann aber eine profitable Strategie haben, dann können wir jetzt auch die Frage sauber beantworten, mit welchem Risiko pro Trade wir eigentlich arbeiten sollten. Die mathematisch korrekte Antwort ist die Kelly-Formel, die wir vorhin auch gesehen haben. Auf der sicheren Seite sind wir besser mit, ich nenne es mal einfach Kelly halbe, allein schon wegen der Unsicherheit der Angabe unserer Trefferquote. Soweit für heute. Traden und Statistik. Nächstes Mal gehen wir natürlich mal wieder mehr auf Trading-Strategien ein. Aber hebt das mal gut in eurem Kopf auf. Auch wenn ihr woanders über Strategien lest, hört, berichtet bekommt und hinterfragt. Die Signifikanz. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr sie tradet, ein Blick auf die Kelly-Formel lohnt sich immer. Soweit von mir. Euch allen natürlich noch einen schönen Abend und schon bald, naja, vom Wochenende zu reden, ist noch definitiv ein bisschen zu früh. Also bleiben wir mal bei einem schönen Abend. Macht's gut. Bis dahin. Tschö.